Hallihallo, Hallöchen! Wir sind hier wieder bei X-Blades. Und wir sind mehr oder weniger mitten im Kampf. Na, warum zerstört sie denn das jetzt nicht? Also von hinten kann sie sie nicht zerstören, oder was? Ach, dann lass es doch bleiben. So, jetzt machen sie hier gleich wieder dicht, stimmt's? Sobald wir in Mitte vom Raum sind, wird es dicht gemacht. Dann kommen wieder die nächsten Gegner. Aber dann zerstören wir hier jetzt mal... Okay. Wir sind also weit genug weg. Dann kommen jetzt die Gegner. Was kommen wir jetzt diesmal hier für weg? Boah. Seht ihr, was wir hier alles zerstören können? Das ist ja gigantisch. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir diese Teile hier eigentlich auch mit Erdbeben zerstören. Aber ich meine, die gehen dadurch auch kaputt, oder? Zumindest nehmen sie Schaden. Nee, nehmen sie nicht. Okay. Na komm schon her. Das ist ja Wahnsinn. So. Hier haben wir auch noch was. Da ist jede Menge zum Zerstören. Dann hoffe ich aber, dass zumindest ein paar Fragmentteile hier sind. Damit wir unsere Skills aufwerten können dadurch. Es wäre fies, wenn jetzt hier keine wären. Sagen wir mal so. Wäre gemein. Ach, hier kommen alle Gegner auf einmal. Alle, was wir so haben. In diesem Gebiet. Na gut, habe ich jetzt auch kein Problem damit. Angriffsfreudig sind sie ja im Moment nicht gerade wirklich. Habe ich das Gefühl. Ich zerstöre jetzt nur die Großen, weil in den Kleinen sind keine solche Fragmentteile drin. Und mich interessieren nur die Fragmentteile. Die Seelen interessieren mich ehrlich gesagt absolut nicht. Weil ihr seht ja selbst, wenn uns die Seelen ausgehen, dann gehen wir einfach ein Level zurück und leveln ein bisschen. Das können wir zur Not auch offscreen machen. Was ist denn das für ein Ton? Ja, super. Das ist ja ein topmoderner Sound hier. Jetzt wird es Zeit, dass hier mal was drin ist. Alter, die Sonne blendet. Neue Skills verfügbar. Sehr schön. So, hier. Das ist ja mal eine schreckliche Musik. Also nicht, dass ich die Musik wirklich schrecklich finden würde, aber das ist ja sinnfrei. So. Hier haben wir noch was. Und hier haben wir noch was. So. Wow. Das war jetzt ein tolles Bild hier. Hier ist noch was. So, jetzt machen wir nochmal so. So, und jetzt, wenn wir das zerstört haben, können wir uns wenigstens anständig um die Gegner kümmern. Dann geht's mal hier los. Dass wir die mal systematisch ausschalten hier. Dass wir die mal hier loswerden. Denn so schlimm sind sie eigentlich gar nicht. Die halten aber nicht viele Treffer aus. Ach, jetzt kommen solche Wauzis auch noch. Für was kommen denn jetzt noch Wauzis? Wauzis brauchen wir ja nun wirklich nicht. Na komm schon! Ja. Gott, ich kann die Musik nicht ab gerade. Wollt ihr mich jetzt wirklich stressen? Verliere ich jetzt hier so viele Lebenspunkte oder habe ich generell... Also ich habe schon ein bisschen... Ach da. Ein bisschen was verloren. Also so ist es ja nicht. Leicht hin und her, aber Lebenspunkte verlieren wir deswegen genauso. Es wäre halt schön, wenn der Lebensbalken auch irgendwie aufgewertet werden würde. Tut er vielleicht auch, aber man... Es ist nicht ersichtlich, dass es so wäre. Die schauen doch aus wie diese, wie heißen diese Dinger da von Harry Potter? Diese Wächter da. Die Wächter von Azkaban. Die haben doch auch so bestimmte Namen, oder? Ich weiß es leider nicht mehr. Dementoren. Dementoren. So hießen die Teile. Diese Dementoren, die sahen doch auch so aus. So ähnlich. So ähnlich, könnte man sagen. Okay, wir haben diese Stage freigeschaltet. Gott, wie sich das anhört. Und jetzt? Nehmen wir hier Leben mit. Müssen wir jetzt wieder dahinter? Kommen wir jetzt hier nicht weiter? Wieso? Wieso nicht? Wo ist das Problem, dass wir nicht weiterkommen hier? Tja. Das, wenn ich jetzt wüsste. Wo geht's dann weiter? Wir haben hier alle Gegner gekillt. Wir können jetzt hier noch diese Teile hier
zerschmettern, aber die werden doch nicht schuld daran sein, dass es nicht weitergeht. Dass wir die Vasen nicht alle zerschmettert haben, das glaube ich nicht. Ich meine, wir machen es, das ist kein Problem, aber das ist nie und nimmer der Grund, warum es nicht weitergeht. So, jetzt komm schon. Dürfen wir sie gleich alle haben. Hier ist noch eine, da drüben ist noch eine. Ja, ich meine, so sammeln wir wenigstens noch ein paar Punkte, aber braucht man nicht wirklich. Ihr seht ja, ich habe jetzt 3 Skills, toll. Blitzklingen, ja, die wären noch interessant. So. Ja. Und jetzt? Hier ist nichts. Ach, da ist er her. Reduziert den Preis für Skills und Zauber. Sauber, sauber. So, ist jetzt hier noch irgendwas? Ach komm, jetzt verarsch mich nicht. Wir haben alle Gegner gekillt. Ach, hier geht's weiter. Ich bin einfach nur zu blind. Wenn ich zu blind bin, kann es natürlich nicht klappen, ne? Auf so einer kleinen Stage sollen wir jetzt kämpfen? Na, okay. Dann bin ich ja gespannt, was jetzt kommt. Okay. Bodenviecher, Luftviecher, alles halt wieder. Okay. Machen wir mal mit Feuerklingen. Dann dürfte man denen viel, viel schneller den Chaos machen. Oh, da schon her. Was wir hier oben haben. Ja, Strike. Falls ich jetzt ein bisschen zu leise war, nicht wundern, dann war ich zu weit vom Mikro weg. Ich muss mich noch immer noch etwas daran gewöhnen, dass ich eben jetzt ein Standmikrofon habe. Und seit heute habe ich einen Ständer bekommen. Ein Stativ ist heute gekommen. Wobei ich dieses heute nicht mehr da ist, wann ihr denkt, dass heute ist. Also ich, wenn ihr die Folge seht, habe ich schon länger. Ist ein relativ billiges Teil. Aber es tut definitiv seinen Dienst. Also ich kann mich nicht beschweren, sagen wir es mal so. Und was ich ganz, ganz gut finde, es gibt ja diese Popschütze und die sind ja wirklich nicht schlecht. Aber oftmals sind die so riesig. Wenn ich dran denke, mein Partner, der hat ja einen Popschutz, der ist so groß, wo man sich denkt, okay, da kannst du ja beim Aufnehmen kaum drüber schauen übers Mikrofon, weil der Popschutz alles versperrt. Okay, Sieg. Oh, das ist super, weil Leben hätten wir jetzt nicht mehr viel gehabt, ne? Das ist gut, wenn es jetzt hier weitergeht. Wir müssen also später definitiv wieder rein, weil wir noch eine offene rote Zone haben. Aber wir haben die wichtigsten Gegenstände alle gefunden. Bestarium wurde aktualisiert. Na, das gefällt mir gar nicht, wenn das schon wieder aktualisiert wird. Oh Gott, was ist denn das hier? Ach, das ist so ein Flammenzauber, okay. Ach, haben wir wieder Eisteile? Ja, wir haben wieder Eisteile. Habe ich jetzt nicht mal rechtzeitig geschafft, ne? So, Moment. Also, ihr wollt mich jetzt hier irgendwie dezent langweilen, kann das sein? Lasst mich doch erstmal hier aus der Ecke raus, ne? Dann können wir weiterschauen. Wenn ihr mich aus der Ecke rauslasst, ist das alles kein Problem. Wir können ja alle miteinander reden, ne? So, jetzt haben wir den abgeschossen. Wie viel müssen wir denn... Ach Gott. Ach, das ist wieder so ein Endgegner. Der hat eine größere Leiste, sehe ich gerade. Alter, der setzt uns aber hier gewaltig zu, ne? Der setzt uns hier gewaltig zu mit diesen Viechern. Na ey, jetzt komm schon. Gut, also als erstes ist mal wichtig Flammenklingen. Flammenklingen, weil wir den dann... Aha, ey, wow. Der ist nervig. Würde ich jetzt mal behaupten, der ist nervig. So, aber immerhin zieht ihm das Feuer gut Schaden ab. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Aber die... Alter, die Blickwinkel sind scheiße hier. Jetzt haut sie nochmal, bevor sie irgendwas anderes macht. Ja, geht's denn noch?
So, jetzt haben wir ihn wenigstens wieder mit Feuer getroffen. Okay, uns verfolgen schon wieder so viele von den kleinen Viechers, dass ich hoffe... Nee, also mit den Flammenklingen werden wir denen auch nicht wirklich her. Also dem Großen ja, aber den... Den Kleinen werden... Also, nee, generell nicht. Den werden generell mit den Flammenklingen nicht her. Der schießt da immer auf uns. Und wir können uns nicht wehren, mehr oder weniger. Das ist doch schon mal die beste Voraussetzung für irgendwas. Okay, Schießen haben wir aufgewertet. Okay, das ist auch mal was. So. Schadet es denen? Naja, scheint nicht so. Ja, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe, weil ich jetzt gleich genervt bin hier. Erstens habe ich Hunger und zweitens nervt sie mich. Wenn ich Hunger habe, dann bin ich noch leichter nervbar. Oh, komm schon. Die geht einfach nicht weg, wenn die kommen. Und dann schießt sie auch noch dahin. Es ist ja schier unglaublich, was die Frau da macht. Okay. Wir haben aber nicht mehr viel, was wir besiegen müssen. Also von daher... Sind es mehrere auf einem Haufen? Der schießt gar nicht. Das sind mehrere auf einen Haufen. Kann es sein? Ja, danke. Bloß weil ich nicht einmal schießen können habe. Greifst du mich da jetzt so? Doch, doch. Der schießt schon. Sieg. Ja, jetzt endlich. Okay. Können wir da noch schnell zerstören. Gucken, ob wir was finden. Ach, das ist diese neue Attacke, wo sie hat. Dass sie jetzt eben sich auch die auf die Gegner hin raufspringt irgendwie so. Gut. Dann holen wir uns das Leben noch. Was eigentlich Schwachsinn ist, weil sie es jetzt eh auffüllt. Na egal. So, Steinerne Allee haben wir diese auch beendet. Wie viele Level gibt es eigentlich? Das ist die Frage. Die Muschel. Okay, da kommen die nächsten Gegner. Mei, diese Fliegeviecher nerven mich so stark. Müssen die denn wirklich sein? Also, dass die sein müssen, das finde ich doof. Die nerven mich. So, die Kugel muss zerstört werden. So. Da ist die nächste. Nehmen wir die Flammen wieder. Dann geht's schneller. Und je schneller, dass wir die Kugeln haben, umso schneller ist diese Stage hier beendet, umso schneller kommen wir weiter. Das ist das Wichtigste. So, nächstes. Achso, da drinnen ist auch eine, aber egal, jetzt gehen wir erstmal hier rauf. Zerstören das hier. Machen wir mal vorsichtshalber so, weil ich habe das Gefühl, mir sitzen welche im Genick. Wusste ich's doch. Dass mir wieder welche im Genick sitzen. Ach, kommt schon, Leute. Lasst mich doch die Kugeln zerstören. Ihr wollt mich doch gar nicht. Ihr wollt doch irgendwas anderes, aber nicht mich. Ich meine, die ist selber schuld, so freizügig wie die rumrennt, braucht die sich wirklich gar nicht wundern, dass ihr die Viecher so auf die Pelle rücken. Sag mal, wer schießt denn da so auf mich? Ach, da oben ist der Übeltäter, da schon her. Der macht aber das Ganze noch unübersichtlicher, als das Spiel eh schon ist. Ich spring jetzt mal da runter. Weil das ist nicht feierlich, wie unübersichtlich das Viech das Ganze hier macht. Ja, da kommt schon da. Nee, weil das wird ganz schön unübersichtlich mit dem Teil. Und das die ganze Zeit uns da bombardiert. Gut, haben wir zwei. Okay, zwei haben wir davon. Ich mache jetzt auf alle Fälle dieses Level hier zu Ende da. Und das mache ich aber auch in dieser Aufnahme. Da hoffe ich aber, dass das Ganze jetzt nicht zu lang wird. Weil ich möchte nicht extra nochmal ein Part anfangen. Okay. Uns fehlen nicht mehr viel. Ja, ein paar fehlen uns schon noch, aber nicht mehr viel. Mann, das Viech macht es so unübersichtlich mit diesen scheiß Feuerbällen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, kann man das irgendwie zerstören? Ja, super, super, scheiße. Jetzt, welches Viech ist es?
Das sind mehrere, oder? Das sind mehrere, definitiv. Das ist jetzt gerade ein paar alter... Also vor allem wird das eine Riesendateigröße werden, das weiß ich jetzt schon. Weil so viel Helligkeit auf einen Schlag, da freut sich meine Festplatte wieder. So, na, fall doch jetzt nicht wieder runter. Jetzt können wir wieder rauflaufen, du Luder, du Elendigst, du. So, rauf. Also hier ist nichts mehr. Wo sind dann die restlichen Kugeln? Ah, hier unten ist noch was. Okay, wir haben Blitz. Blitzklingen. Okay, hier geht's weiter. Dann bahnen wir uns nochmal den Weg hier rauf. Hier ist eine Kugel, da schau her. Geht doch. Ach, die nächste Kugel im Arsch da. Dann sollte das Thema bald erledigt sein. Wie viele Kugeln sind denn? Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel diese Kugel hier abzieht. So viel zieht sie nicht ab, so viel können hier nicht sein. Hier ist noch eine. Ja, aber eine, was ist schon eine? Na, diese Viecher. So, wo ist die nächste Kugel? Es dürften hier auf diesem Bereich alle gewesen sein. Laufen wir mal einmal rundum. Hier. Können diese Drachen dieses Feuer speien? Kann es sein? Sehr gigantisch. So, jetzt kommt schon. Ja, das zerstört. Ja, ja, diese Drachen spucken Feuer. Da schau her. Ja, da ist kein Wunder, dass ich da in der Luft rumschauen es mir nichts bringt. Da vorne ist die nächste Kugel. Das dürfte die letzte oder beziehungsweise die vorletzte sein. Also vielleicht sogar die letzte. Na, jetzt werde ich aber allmählich genervt. So, jetzt komm schon. Das ist die vorletzte. Sehr schön, gut zu wissen. So, wo müssen wir dann als nächstes hin? Wo ist die letzte? Die müssen wir jetzt noch finden. Eine Kugel brauchen wir noch. Das heißt, wir laufen jetzt einmal hier im Kreis rundum. Wenn sie nichts bringt, weil das hier eine Sackgasse ist. Das ist eine Etage höher oder erstmal hier rein. Erstmal hier rein. Hier hinten rum. Gut, dann eine Etage höher. Ach, gelacht, wenn wir die Kugeln nicht finden. Eine Etage höher, hier. Sieht nicht so aus, wie wenn die Kugel hier wäre. Ach, wir haben sie schon alle. Wir müssen nur wieder diese Viecher erledigen. Kann es sein? Ich hab's ja schon. Die Viecher müssen nur noch erledigt werden. Das ist es. Es kommen keine Viecher mehr nach jetzt wahrscheinlich. Jetzt pass auf, wenn wir die jetzt erledigt haben, dann ist es vorbei. Das vergesse ich jedes Mal wieder. Ich suche die Kugeln weiter. Dabei sind wir ja eigentlich schon mehr oder weniger am Ende. Jetzt komm schon. Spuckt er trotzdem noch Feuer? Ich meine, hallo, ich gehe mit dem volle Pulle auf ihn los mit dem Klingen und der spuckt Feuer. Lichtreflexe sind fast ein bisschen zu krass. Muss ich mal schauen, ob man die ein bisschen runterstellen kann. Oh, wo? Na, ist noch einer. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen weg. Ich habe keinen Bock auf diese Lichtreflexe. Das sind mir dann fast ein bisschen zu stark. Was du kannst, kann ich auch. Ach so, kann ich nicht. Ich muss mir erst aufladen. Toll. Zäh ist es ja schon, das Viech hier. Reicht dir das? Hm, ja, okay, das hat gereicht. Sieg. Da oben geht's weiter. Na gut. Sehr schön. Da oben geht's weiter. Dann laden wir uns hier noch den Ergebnisbildschirm. Gibt's hier keinen Ergebnisbildschirm? So ein Kack. Jetzt gibt es ein Ergebnisbildschirm. Okay. Was haben wir? Diesmal haben wir nicht alle Goodies, aber das ist mir jetzt egal. Kommt noch eine Videosequenz? Nee, kommt nicht. Okay, gut. Dann sind wir jetzt ja schon mal ein schönes Stückchen weitergekommen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich beende jetzt mal meine Aufnahmesession hier. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.